Konkret wird Ihnen präsentiert von Reiswolf, Ihrem Spezialist für Akten- und Datenvernichtung, ob digital oder analog. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu der dritten von drei Spezialsendungen rund um den Zürcher Ständeratswahlkampf. Wir zeigen Ihnen die drei Sendungen diese Woche verteilt auf den Montag, den Mittwoch und den Freitagabend, jeweils ab 20:20. Leider nicht dabei sein kann der Mitte-Kandidat Philipp Kutter. Er befindet sich aktuell in einer intensiven Therapiephase, die ihm Teilnahme leider nicht möglich macht. Ja, nach 8 Jahren tritt der bisherige Rudi Nose von der FDP nicht mehr an. Es kommt also die Bewegung in den Kampf um den Zürcher Standessitz. Bleibt er bürgerlich? Bleibt er männlich? Das Doppel wird neu zusammengestellt. Darum bewerben sich heute Diana Moser, seit 2007 GLP-Nationalrätin, seit 2011 Fraktionspräsidentin. Diana Moser ist Umweltwissenschaftlerin. Und seine Aussenseiterchancen wahrnehmen auch Nick Gucker, seit 2017 für die EVP im Nationalrat selbstständiger Sozialunternehmer. Grüezi miteinander. Grüezi. Der Ständerat ist die Parlamentskammer der Kantone. Die 46 Ständerätinnen und Ständerat vertreten dort vor allem die Interessen für ihre Kantone und weniger für ihre Partei, Diana Moser. Welche spezifischen Zürcher Interessen kommen aus Ihrer Sicht aktuell zu Bern zu kurz? Gut, eins von den wichtigen Anliegen, wenn man Zürich anschaut, ist natürlich die Sicherung des Forschungs- und Innovationsstandorts, auch also vom Wirtschaftsstandort. Und dort haben wir schon das Problem mit den Beziehungen zur Europäischen Union. Das ist absolut entscheidend für unseren Kanton. Wir sind eine Grenzregion. Wir haben einen extrem intensiven Austausch mit Bayern und Baden-Württemberg. Und da sind wir in einer Blockadesituation seit der letzten Legislatur insbesondere. Das müssen wir lösen. Also das ist sicher etwas, das ein wichtiges Anliegen ist von mir und das ich auch möchte in der nächsten Legislatur aus dem Ständerat vorantreiben. Der Wirtschaftsmotor Zürich, wenn es dem gut geht, heisst es immer, dann geht es der Schweiz gut. Es kann auch überheblich wirken. Sie gelten als Brückenbauer und das, obwohl Sie Zürcher sind. Ja, das hat sicher mit meiner internationalen Herkunft zu tun. Weil die Schweiz ist international gefragt und mit meinem interkulturellen, internationalen Hintergrund und dann in Bern aufgewachsen, wie man gehört, und jetzt seit 30 Jahren im Kanton Zürich tätig, bin ich natürlich stolz auf den Kanton Zürich. Und der Kanton Zürich, der braucht eine starke Wirtschaftsstimme in Bern. Und da glaube ich daran, dass ich da viel dazu beitragen kann, als Sozialunternehmer, dass wir eine prosperierende, nachhaltige Arbeit weiterführen können. Eine Frage, die im Zusammenhang mit dem Ständerat immer wieder kommt, ist die geeinte Standesstimme. Also nicht, dass der eine Ja und der andere Nein sagt und so der Kanton eigentlich keine Stimme hat. Wie wichtig schätzen Sie die Kompromissbereitschaft ein, dass das auch für den Kanton Zürich in Zukunft vielleicht so sein sollte? Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig im Ständerat. Darum interessiert mich der Ständerat ja auch so sehr, dass man dort gemeinsam nach Lösungen ringt. Und die geeinte Standesstimme, das haben der Herr Josic und der Herr Noser sehr gut gemacht. Und ich kenne den Herr Josic schon seit Jahrzehnten, zwei. Wir kennen ihn sogar über Kolumbien, wir uns verbinden viel. Er war dort in der Handelskammer der Chef und ich habe mit Strassenkindern gearbeitet. Und wir haben heute noch engen Kontakt und wir tun sicher miteinander aber auch hart Klingenkreuzen, aber können gute Lösungen sicher zusammen erwirtschaften. Sie gehen jetzt davon aus, dass der Herr Josic einfach schon mal gesetzt ist. Höre ich das daraus heraus? Ja, schaut, er hat schon bei den letzten Wahlen sensationell abgeschlossen. Alles andere wäre eine Überraschung. Gut, also, wenn wir jetzt die geeinte Standesstimme im Ständerat mal ein bisschen vor Augen haben, was motiviert Sie, für den Ständerat zu kandidieren, wo es ein bisschen weniger um die Partei und die eigenen Interessen, sondern vielleicht noch mehr Kompromissbereitschaft braucht? Nein, also Sie haben gesagt, ich bin jetzt schon seit 2007 im Nationalrat. Ich bin schon bald 12 Jahre Fraktionspräsidentin. Und es gibt einen Erfahrungsschatz, eine Vernetzung im Bundesbern. Sei das jetzt in den verschiedenen
sage ich jetzt, Segmente wie die Bundesverwaltung innerhalb des Parlaments über Parteigrenzen hinweg und den Erfahrungsschatz quasi in Dienst von meinem Heimatkanton zu stellen und dort wie enger mit der Regierung zusammen mit dem mit der anderen Person, die den Kanton Zürich vertritt, möglichst für einen starken Kanton einzustehen. Das finde ich extrem motivierend. Ich bin auf dem Land aufgewachsen, ich bin aus Wiesling, aus dem Zürich Oberland. Ich war dann in Winterthur zu Hause oder in der Schule. Also, ich bin noch in Wiesling gewohnt, aber Schule und Sport und so in Winterthur gemacht. Ich bin auch in Restaurants selber tätig, wo der Nick auch sehr gut kennt. Und jetzt bin ich in der Stadt Zürich zu Hause. Also ich kenne den Kanton Zürich sehr gut in seinen unterschiedlichen Facetten. Und das würde mich total motivieren, jetzt mich quasi das ein bisschen in den Vordergrund zu stellen, nach all diesen Jahren, die ich jetzt in Bern verbracht habe. Nationale Themen, die den Kanton bewegen, Sie haben eins schon angetönt, nämlich wenn man zurückschaut auf die letzten 8 Jahre, dann gibt es bei ganz vielen wichtigen Dossiers, hat man so das Gefühl, ein Stillstand und es läuft nicht so wahnsinnig gut. Eines davon ist das EU-Dossier. Es ist uns bis jetzt nicht gelungen, Beziehungen zu Europa zu stabilisieren und weiterentwickeln. Diana muss so lange dabei, Sie haben da einen langen Erfahrungsschatz. Warum kommt das nicht vorwärts? Und alle sagen da an dieser Stelle, das ist ganz wichtig, dass wir das jetzt in die Hände nehmen. Also es ist ein Trauerspiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das ist, die europäischen Länder sind unsere wichtigsten Partner. Wir sind extrem eng verflochten. Es geht immer selbstverständlich um die Wirtschaftsinteressen. Ich habe das vorher angesprochen. Gerade für den Kanton Zürich mit dem süddeutschen Raum. Es geht aber auch um unsere Lebensrealität. Also ein grosser Teil der Schweizer Familien ist mittlerweile auch binational. Und wenn wir über binationale Beziehungen und Familien- und Freundesstrukturen reden, ist der grösste Teil aus dem europäischen Raum. Das ist unsere Lebensrealität. Und der Bundesrat, die Bundesratsparteien haben das einfach aus politischer, ist eine reine politische Diskussion, ist eine Interessensabwägung, wenn es opportun ist, etwas zu machen, haben sie nicht wollen entscheiden. Wir haben einen guten Vertrag auf dem Tisch mit dem Rahmenabkommen, wo meiner Meinung nach absolut im Interesse von dem Land ist. Und es geht nicht voran und ist meiner Meinung nach wirklich verheerend, weil wir haben jetzt gesehen, was mit Großbritannien passiert. Also die jetzige Situation, die wir haben, ist faktisch ein Brexit auf Raten. Weil es führt zum Gleichen, wenn wir nicht agieren. Also das Paket der Bilateralen, das wir hatten, das gibt es so nicht mehr. Man könnte entweder eine Weiterentwicklung machen mit einem Rahmenabkommen, mit Insta, man kann auch bilaterale 3 nennen, das kommt nicht so drauf an, oder mit EWR. Ich glaube, das sind zwei Modelle, die ich persönlich befürworte, die im Interesse von unserem Land wären. Und jetzt müssen sich einfach die Mehrheiten zusammenraufen. Weil es ist unter dem Strich positiv. Geht für den Kanton Zürich. Gut, also seit gestern wissen wir, dass England jetzt wieder bei Horizon dabei ist. Und auf Fragen der zuständige EU-Kommissar gesagt hat, ja, bei der Schweiz müssen wir dann zuerst schauen. Und, also es hat jetzt nicht so getönt, dass wir heute Morgen gerade jetzt dort dabei sind. Also da haben wir ein gröbes Problem. Ist das als Parlamentarierin auch ein Frust? Also man darf sich nicht frustrieren lassen. Aber es ist einfach, ich habe Mühe, wie in diesem Dossier Parteipolitik über das Landesinteresse gestellt wird. Das ist definitiv so. Also Sie haben Horizon angesprochen. Zürich hat weltweit Spitzenhochschulen mit der ETH und der Universität Zürich. Und wenn die das bleiben wollen, und ich möchte, dass wir das bleiben, dann müssen wir können beim weltweit grössten Forschungsprogramm mitmachen. Das ist immer das Gleiche. Man nimmt den Fußball als Vergleich, also eine andere Sportart. Also man könnte schon sagen, wir spielen nur in der Schweiz und finden uns super. Aber wenn wir uns weltweit messen wollen, dann müssen wir bei den Weltmeisterschaften mitmachen können. Das ist einfach eine Sackgasse. Und mittlerweile haben das ja auch die Kantone anerkannt. Also man muss jetzt sagen, die Kantone haben eine Stellungnahme abgegeben, die Kantonsregierungen zusammen einstimmig. Und da ist auch der Kanton Zürich dabei, dass der Bundesrat jetzt rasch verhandeln muss und das präsentieren. Ich finde, auch die Schweizer Bevölkerung hat das Recht darauf, darüber zu entscheiden, weil ich bin überzeugt, dass sie das möchte. Und darum brauchen wir unbedingt einen demokratischen Entscheid. Stichwort Rahmenabkommen. Der Bundesrat hat ohne das Parlament und die Bevölkerung zu fragen, die Verhandlungen ohne eigentlich einen Plan B abgebrochen. Fühlt man sich da als Parlamentarier ein Stück weit nicht ernst genommen? Ja, das hat sicher Frustration ausgelöst. Also vor 2 Jahren im Mai
Haben wir noch am Montag, und da war Jana Angelina Moser auch dabei, gewesen, Informationen gehabt, Bundesrat Parmelin, Bundesrätin Sommaruga. Und dort hat niemand gesehen, dass am 23. Mai nachher man aufsteht vom Verhandlungstisch und für mich ohne Lösung, ohne Weg 2, sagt, halt, stopp, wir gehen jetzt vom Tisch. Und für mich persönlich ist das wirklich eine Enttäuschung, eine Riesenenttäuschung. Wir sind beide schon seit Jahren in der Außenpolitischen Kommission. Wir haben uns alle eingesetzt und ich habe einfach Bass gesagt, nur staunen können, ab etwas, das ich in der Unternehmerwelt, die Unternehmensberatungsfirma habe, noch nicht kenne. Mir ringt, hart, es waren harte Bandagen. Über lange Jahre. Ja, über lange Jahre. Ja. Ich habe gewusst, dass als ein Brückenbauer in der Mitte, wo es Themen gibt. Und dann hat es unheilige Allianzen gegeben von den zwei grössten Bundesratsparteien. Und ja, das halt bis heute nachher, dass man das Rahmenabkommen das Gegenüber hat verärgert. Und wir sind das Herz mitten in Europa. Wir haben einen riesen Erfolg, auch dank dem, dass wir mit unseren Nachbarinnen und Nachbarn etwas erwirtschaftet haben. In den letzten 75 Jahren gemeinsam. Und da hat es halt schon Schadensgefühl hinterlassen. Ich könnte jetzt natürlich auch anfangen mit Reisen und anderen Sachen. Aber da wollte ich mich jetzt auch nicht wiederholen. Wie ich gesagt habe, international tätig. Wir sind wirklich jetzt in einer schwierigen Situation und es muss etwas gehen. Aber spüren wir es in der Breite dann zu wenig, weil es ja immer noch ganz viele Leute gibt, die sagen, ja, aber es geht ja gut, funktioniert ja alles. Ja, der Bund finanziert jetzt die Forschungsprojekte selber. Es geht ja alles. Spüren wir es zu wenig, die Wichtigkeit, wo Sie in verschiedenen Punkten angesprochen haben, von dieser Zusammenarbeit oder von dieser geregelten Zusammenarbeit, die jetzt her muss mit dieser EU? Ich glaube, es tun einfach noch viele so Joy-Klappen vorher stellen. Das heisst, wenn jede tief in sich hineinlässt und sich überlegt, wie soll eine Partnerschaft aussehen, dann merkt er, hey, das ist ein Ungleichgewicht. Und da ich im internationalen Bereich viel höre, haftet in der Schweiz an, you are the cherry pickers. Ihr wollt nur eine Kirsche pflücken da raus. Und ich glaube, die Kirsche, die wir gepflückt haben, die sind jetzt eben verfaulen, weil es ist immer, es braucht eine Zeit, das hat man gesehen beim Brexit, bis die Leute haben reagiert und gemerkt, aha, was hat das für Konsequenzen. Und ich glaube, viele in der Schweiz wollen es entweder nicht wahrhaben, oder es geht ihnen noch zu gut, Betonung noch zu gut. Und ich mache hier gerade eine knallharte Ansage. Wir werden unseren Lebensstandard jetzt, nach all dem, was ist passiert, Corona, Krieg, Ukraine, dann die UBS, dann Energiemangellage, international werden wir mindestens 10% verlieren. Und das schlägt ja auf unser Portemonnaie. Und das merken wir im Mittelstand jetzt. Gut, also vielleicht noch kurz von der Diana Moser, weiss man schon vor 4 Jahren, sie ist für das Rahmenabkommen eingestanden. Wie sind Sie damals dazu gestanden für das Rahmenabkommen? Ich bin immer für das Rahmenabkommen. Für die Insta bin ich immer eingestanden, das weiss ich, und wir sind zusammen unterwegs gewesen. Vielleicht kann ich noch etwas ergänzen. Ja. Also das ist natürlich so, dass es ja eben eine Erosion ist. Das macht es sehr schwierig zum Wahrnehmen. Wenn man es mit dem Klimawandel vergleicht, dann nimmt man immer den Frosch, der im Wasserglas sitzt, der nicht merkt, dass das Wasser immer wärmer wird, bis er nicht mehr quasi kann sein. Und eine Erosion hat ja das an sich. Also es ist nicht ein Paukerschlag. Aber es gibt sehr wohl Sachen. Also wir haben zum Beispiel, wie wir kein Rahmenabkommen unterschrieben haben, haben wir auch kein Stromabkommen. Und wie wir kein Stromabkommen haben, ist jetzt ab nächstem Jahr, also steigen ja überall die Energiepreise, das haben wir jetzt gesehen. Und da hat es jetzt auf der Stromrechnung, hat es drauf quasi einen Energiereservebetrag. Und das ist, wie wir die Winterlücke decken müssen. Und das sind zum Beispiel die Kraftwerke wie Birr, die man gebaut hat, die man jetzt muss zahlen muss. Jedes Jahr über die Stromrechnung, das ist 1,2 Rappen pro Kilowattstunde. Das merkt jede Familie, das merkt jedes Unternehmen. Und das wäre nicht, das hätten wir nicht, hätten wir ein Stromabkommen? Bräuchten wir nicht mit dem Stromabkommen. Weil Stromabkommen kann einen Ausgleich schaffen und eine Sicherheit, die wir jetzt kompensieren müssen. Und das ist ein gutes Beispiel, wo man einfach muss Zusammenhänge aufzeigen. Also wenn wir eine Versorgungssicherheit haben in diesem Land,
dann ist die internationale Anbindung extrem wichtig. Und umso weniger wir das haben können, umso mehr müssen wir probieren, das im Inland zu kompensieren, und umso teurer kommt es. Und dass zum Beispiel der Energie- und Strombereich für die Schweizer Bevölkerung extrem teuer wird werden. Bei einem Abbruch der Verhandlungen zum Rahmenabkommen, das haben wir gewusst. Das hat der Bundesrat ganz genau gewusst. Aber man hat es halt nicht transparent gemacht und hat sich dann doch wegen dieser unheiligen Allianz, die Nick Gucker ausgesprochen hat, zwischen rechts und links, hat man gefunden, man will lieber abbrechen ohne Plan B. Mir vielleicht noch als Ergänzung zu dem. Also die Außenpolitische Kommission, die ich dort mal präsidiert habe, die hat eine klare Stellungnahme abgegeben und dem Bundesrat zum Auftrag gegeben, er soll fertig verhandeln und das ins Parlament bringen. Niemand hat dem Bundesrat empfohlen, abzubrechen. Auch die Kantone haben das nicht wollen. Er hat das einfach eigenständig gemacht. Gut. Ja. Vielleicht auch ganz einen kleinen Einschub, weil wir das zusammen erlebt haben. Was mich hat erstaunt, und das muss man wirklich auch aufarbeiten, jetzt, und zwar möglichst schnell, dass der Bundesrat, der sich zu Recht hat rausgenommen hat, uns gar nicht mitzunehmen. Ja, die Bevölkerung auch nicht. Niemand. Ja, klar, zuerst hätte es aber mal in den Nationalrat müssen kommen. Und er hätte es mir eben zu einer Volksabstimmung kommen können. Das, ja. Das wäre ja der Weg gewesen. Und darum habe ich vorhin diesen Punkt gesetzt, provokativ. Darum werden wir mindestens 10%. Aber alle wissen jetzt, Inflation, Gebühren, alles. Und das alles tut sich aufsummieren. Und ich staune, wie blauäugig mir. Dort hat noch niemand von Krieg geredet. Aber ist der Druck jetzt gross genug? Sie haben gesagt, jetzt in den nächsten 4 Jahren muss etwas gehen. Ist der Druck jetzt gross genug, dass in den nächsten 4 Jahren etwas geht? Oder sitzen wir in 4 Jahren wieder da und sagen, ja, wir sollten jetzt endlich eine Lösung finden mit der EU? Also da müssen jetzt eben die Wählerinnen und Wähler, dass sie die gefragt und zuhören, dass sie genau wissen, es muss etwas gehen. Das haben mal unsere Wählerinnen und Wähler gefragt. Und wir sind auch gefragt. Und da wir beide in der Außenpolitischen Kommission sind, machen wir genau diesen Druck. Und ich glaube, der Bundesrat weiß es. Aber wie schon mal erwähnt, die unheiligen Allianzen machen es. Aber bös gesagt hat das nichts genützt, weil ihr seid schon dort gewesen. Und der Bundesrat hat gleich gemacht, nein, was er will. Wir sind ausgetrickst worden. Also man muss schon sehen, also der Druck steigt schon. Also man spüren die das? Ja, also auch meine, von Seite vom Parlament gegenüber dem Bundesrat. Vom Parlament ist das eine, aber jetzt zum Beispiel auch, wir haben vorher über den Wirtschaftsstandort geredet. Also es ist jetzt auch so, dass zum Beispiel jetzt gerade die MEM-Industrie, die Maschinenindustrie, also der Industriestandort Schweiz, die tun sich sehr klar vernehmen lassen, weil es gibt ja, ich habe vorher über Erosion geredet, also es werden jetzt zum Beispiel die Maschinenrichtlinien werden angepasst auf europäischer Ebene. Zuerst war es Medizinaltechnik. Jetzt kommt die Maschinenrichtlinie. Und das ist für die Firmen, vor allem für die KMUs in unserem Land, ist das ein Problem. Oder? Also schlussendlich werden sie einfach müssen dann zusätzlich Registrierungen machen. Die Investitionen werden im Ausland gemacht werden. Und das schadet unserem Land. Und da gibt es mittlerweile, sage ich mal, die sich vorher etwas vorsichtiger geäussert haben, die äußern sich jetzt klarer. Und sonst gebe ich natürlich am Nick recht. Also schlussendlich ist es auch an der Bevölkerung zu entscheiden, was sie will. Und sie kann jetzt bei den Wahlen sich auch entsprechend klar für die Kräfte aussprechen, die eine Lösung wollen. Und wenn sie keine Lösung wollen, dann tun sie sich halt nicht für die aussprechen. Das ist Demokratie. Ja. Gut, also Sie haben das schon ein bisschen angetönt. Wenn wir jetzt das alles selber machen wollen, auch weil wir ein Stromabkommen nicht haben, dann wären wir gerade bei der nächsten Debatte, nämlich die ganzen Klimaziele, die wir uns da setzen und wo wir sagen, ja, wir machen das bis 2040, sind wir neutral, bis 2050 sind wir neutral. Und wenn man jetzt aber so schaut, Flughafenzahlen, die Leute fliegen viel, reisen viel. Wenn man schaut, Windräder, die irgendwo vielleicht gebaut werden und man Plan aufliegt, will niemand. Hochalpine Solaranlagen will auch niemand. Erneuerbare Energie muss aber her, sonst geht es ja nicht. Aber die sieht man dann halt. Nick Gucker, Sie sehen die Windräder auch vom Balkon aus. Stört Sie die? Gut zugelassen, ja, in meinem genau. Radiointerview. Nein, wir stören sie nicht, wie ich dort schon mal gesagt habe. Und als Brückenbauer glaube ich, man muss miteinander nach Lösungen suchen. Und mein Wahlslogan ist ja «Hallo Zukunft». «Hallo, wir wollen es packen». Und ich will nicht nur in der Vergangenheit verharren. Und wenn ich in die Zukunft schaue und an meine wertvolle, einzigartige Schweiz glaube, müssen wir auch dort miteinander am gleichen Strick ziehen und miteinander nach Lösungen suchen. Es gibt genau die gleiche Diskussion mit den Wasserkraftwerken und den Wasserläufen. Die Diskussionen mit der Fluganschneise, der Flüger A3,
Auf den Flughafen kommen wir noch. Und darum sage ich, eure konkrete Frage, wenn Räder, ja, aber wohl dosiert und geprüft. Aber es geht nicht ohne, weil wenn wir in die erneuerbaren Energien, die wir jetzt 30 Jahre seit 1990 verschlafen haben, wir wären heute nicht, vielleicht nicht einmal dort mit der Energiemangellage, wenn wir vor 30 Jahren 1990 hätten angefangen investieren in Häusersanierungen, in nachhaltige Energiequellen, in die Solarenergie, dann hätten wir heute die Diskussionen nehmen. Also Frau Moser, Kanton Zürich hat einen Plan vorgelegt, wo im besten Fall bis 2050 120 Windräder sollen bei neuralgisch schlauen Punkten aufgestellt werden und sollen Strom erzeugen. Der Widerstand in diesen betroffenen Gemeinden ist schon jetzt, wo man noch nicht einmal genau gesagt hat, es kommt dann wirklich dorthin, riesig. Und man probiert mit Anpassungen von Verordnungen alles zu machen, dass man das verhindern kann. Was läuft da falsch? Also wenn man jetzt dem zu, wenn man jetzt zulässt, wir haben zu wenig Strom, wir brauchen Erneuerbare, die AKW stellen wir irgendwann ab und wir haben die Klimaziele unterschrieben. Aber sichtbar erneuerbar will man nicht. Also es ist, ich denke, Nick und ich haben dort nicht eine grosse Differenz. Oder? Wir müssen erneuerbare Energien ausbauen. Also die Produktion, sieht man halt. Die sieht man halt. Ich sage, wir sagen, das braucht, wir haben so eine 4E-Strategie, damit wir unsere Ziele können erreichen können. Das sind Energieeffizienzmassnahmen, Ausbau von erneuerbaren Energien, die ganzen Speichermassnahmen, weil wir können auch speichern können für die Winterversorgung. Und das, was ich vorher erwähnt habe mit dem Stromabkommen, also die Europäische Union, also die internationale Anbindung, ist extrem wichtig. Und der Ausbau von der erneuerbaren Energien ist extrem wichtig. Man muss aber auch sagen, man kommt weiter. Es gibt selbstverständlich auch Widerstand. Das sehen wir jetzt gerade, es gibt eine Volksabstimmung im Wallis. Zu dem hochalpinen Solar. Genau, es gibt aber, wir, ich muss auch sagen, also das Parlament hat jetzt im Ausbau von der erneuerbaren Energien, ich hoffe, das kommt jetzt gut, aber wir machen jetzt vorwärts. Also es gibt jetzt eine grosse Vorlage, die jetzt in die Herbstsession kommt, die wirklich eine grosse Produktion ermöglichen soll. Die alpinen Solaranlagen ist das eine, Windenergie ist das andere. Das grosse Potenzial liegt vor allem mit der Solarenergie. Und dort muss ich auch sagen, also da müssen wir natürlich auch, nicht nur jetzt einfach im alpinen Raum, dort finde ich auch, ich unterstütze das. Ich finde auch, dass wir jetzt das im Wallis, dass wir die Walliser für sich selbstverständlich entscheiden. Aber der Ansatz, den man jetzt dort verfolgt, finde ich richtig. Aber wir müssen auch im Siedlungsbereich schauen. Also ich würde mir dort auch wünschen, dass dort die Bürgerlichen noch ein bisschen mehr mitmachen würden. Also man kann zum Beispiel auch mal diskutieren, ob man eine Solarpflicht auf Parkplätzen einführen, wo ich jetzt muss sagen, wo natürlich sinnvoll ist. Immer mehr Leute werden mit Elektroauto unterwegs sein, dass man dann das gar entsprechend produzieren kann. Das ist jetzt wieder ja, von den klassischen Widerständen von rechtsbürgerlicher Seite bekämpft worden. Im Moment haben wir das müssen fallen lassen. Aber da gibt es natürlich schon noch, da braucht es mehr Kompromissfähigkeit. Und alle müssen sich ein bisschen bewegen. Mir ist der Natur- und Landschaftsschutz extrem wichtig. Aber es gibt Projekte, die vertretbar sind. Wegen dem wird nicht das ganze Land plötzlich ein Solarpanel sein. Selbstverständlich. Nein, aber zwei, oder jetzt kommen die Vorstellungen von 220 Meter hohen Windrädern, wo man dann quasi die ganze Landschaft verschandelt. Also die wir jetzt haben oder die Sie sehen, die sind schon mal nicht 220 Meter hoch. Oder? Also das ist jetzt einfach wieder der Worst Case, der hier aufgezeigt wird. Jetzt hat es genau auf den Punkt gebracht. Von meinem Haus aus, die sind 30 Meter hoch. In Winterthur, wie Diana schon gesagt hat, wo sie auch ein bisschen kennt, haben wir mehrere Windräder. Wir haben ja gegen Stadt raus. Das sind erst 20 Meter hoch, die noch weniger hoch. Und ich packe das nochmal an, auch mit der Solarenergie. Wir können nicht nur immer sein auf der Insel von der Glückseligkeit und sagen, ja, ja, dort hinten, bei euch hinten schon. Also einfach nicht von meiner Haustür. Einfach nicht von meiner Haustür. Ja. Das genau gleiche Genester hat angesprochen vom Fliegen. Klar, der Fluglärm ist eine Herausforderung. Aber solange wir uns bekennen, wir wollen fliegen und für uns ein starker Wirtschaftsstandort, jetzt haben wir 75 Jahre Flughafenfest gehabt, und wir wollen diesen Flughafen. Das wollen auch alles Nattel und niemand will eine Antenne in der Nähe. Genau, oder? Das ist ja schon so. Es sind alles so Sachen. Ja. Und darum frage ich mich wirklich immer wieder, okay, ich habe in meinem Leben Einbussen. Und wir haben nicht einfach nur Zucker schlecken. Wir müssen miteinander wirklich einen Weg suchen. Und darum auch die Windräder. Stellt euch vor, der Herr Neukomm, ein grüner Regierungsrat,
stellt Forderungen auf. Und jetzt hat es wieder unheilige Allianzen. Und das ist unsere Herausforderung hier im Kanton Zürich jetzt konkret, aber auch eben in der Bundespolitik, wo wir zusammen sind. Da sagt jetzt eine SVP aus einem ganz anderen Blickwinkel, nein, wegen dem Landschaftsbild. Und auch die Landwirtschaft will ja Subventionen. Wir wollen einander gegenseitig fördern. Und dann frage ich mich, okay, wir wollen nicht höhere Strompreise zahlen. Wir wollen in die Landwirtschaft investieren. Und wir wollen möglichst einfach alles auf dem goldenen Löffel haben. Und das geht nicht. Was vielleicht auch noch wichtig ist, oder? Das sind ja die sogenannten Schutz-Nutz-Fragen. Und was wir jetzt, wir haben für uns auch überlegt als Grünliberale, was sind unsere Eckwerte, damit wir Projekte zustimmen können. Und ich finde, jetzt gerade bei Wind- und Solarenergie ist zum Beispiel das Kriterium von der Rückbaubarkeit auch extrem wichtig. Also wir brauchen jetzt den Ausbau, damit wir die Energiewende schaffen. Es gibt aber auch ein enormes Potenzial, was Energieeffizienzmassnahmen anbelangt. Also 40% sagt man, könnte man durch Effizienzmassnahmen einsparen. Das schaffen wir nicht von heute auf morgen. Aber jetzt müssen wir den Zubau auch machen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn man irgendwann sagt, aus gewissen Gründen, man will die Windräder nicht mehr, man braucht sie nicht mehr, dann ist das sehr einfach rückbaubar. Und es hinterlässt null Schaden. Das Gleiche bei den Solarpanels. Also das stört vielleicht gewisse Leute im Landschaftsbild, aber für die Biodiversität oder für den längerfristigen Schaden, den man anrichtet, der ist nicht gegeben. Also man könnte das theoretisch auch wieder rückbauen. Und ich finde das total ein wichtiges Kriterium, dass man jetzt auch ein bisschen Mut hat, dass man die Reformen wagt, dass man das vorwärts macht, aber auch immer ein bisschen Dramatik rausnimmt. Gut, also um das Thema abschliessen, vielleicht jetzt noch ganz eine klare Aussage. Wenn man sagt, ja, wenn wir irgendwann einmal eine andere Variante haben oder eine effizientere Variante haben, da kommt natürlich immer auch wieder mal Geschichte von diesen Atomkraftwerken, die wir jetzt abstellen, wo man gesagt hat, keine Kernenergie mehr. Auch dort gibt es Stimmen, die sagen, ja, also wenn wir nicht wissen, wie gut oder wie sicher die vielleicht in 40 Jahren sind, ist es ja blöd, wenn wir die wenn wir jetzt da gar nichts mehr machen. Wie stehen Sie zu dieser ganzen Geschichte mit der Kernenergie oder auch mit der Weiterentwicklung der Kernenergie? Also wir haben den Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen. Ich stehe hinter dem Entscheid. Ich finde, das ist auch eine veraltete Technologie. Wir haben vorher über Rückbaubarkeit geredet. Das ist völlig klar, dass mit dem Atommüll man den kommenden Generationen eine Last hinterlässt, die unverantwortlich ist. Es gibt bessere Methoden, unsere Energieversorgung sicherzustellen. Und das brauchen wir nicht. Wo man mit mir darüber reden kann, ist über Laufzeitverlängerungen bei Sicherheit. Also wenn man den Sicherheitsstandard erfüllen kann, dann kann man darüber reden, ob man das eine oder andere ein bisschen länger laufen lässt, als man geplant hat, aber eine Neubaulinie ab. Stichwort Kernenergie, Weiterentwicklung, Zukunft. Wie stehen Sie da dazu, Nico? Ich kann mich dort anschliessen, weil dort sind wir wirklich eigentlich deckungsgleich. Es gibt nur einen Punkt, Verlängerungen, und denen würde ich sogar zustimmen, weil sie, wenn es unter den geeigneten Sicherheitsmassnahmen befolgt wird. Das ist klar. Wechseln wir ein anderes dringendes Thema, das die Bevölkerung auch beschäftigt. Nebst den hohen Krankenkassenprämien ist die Altersvorsorge. Da wissen eigentlich alle, dass es nicht lange, die Zahlen sind bekannt. Wenn nicht oben mehr reinkommt oder unten weniger raus, geht es nicht. Auch jetzt mit dem Frauenrentenalter 65. Und wir stehen gleich eigentlich ohne weitere Lösung da. Dir geben das keine Frage vor. Ich zeige jetzt aufzeigen, was die EVP hat gegeben. Ja. Erbschaftssteuern. Eine Lösung wo kompromissbereit wäre, dass wir einen Schritt weiterkommen. Wir müssen noch mal über Erbschaftssteuer diskutieren. Wie wollen wir einen Generationendialog führen? Wie wollen wir für die Jugend von morgen? Und wie wollen wir enkeltauglich sein? Und dort hat die EVP klar ein Programm mal aufgelegt, das nachher noch nicht durchgekommen ist. Wo ich aber hundertprozentig sicher bin, das kommt wieder auf den Tisch. Wo wir am schnellsten reagieren können, ist über Erbschaftssteuer. Ich weiss, das ist absolut nicht gerne gehört. Aber dort sehe ich eine Möglichkeit, weil wir haben in den letzten 20 Jahren und bis 25 Jahren in der Politik laufend Kosten abgebaut. Also wir haben Steuersätze an allen Orten weggenommen. Und jetzt haben wir eine Fragestellung. Wir haben ein höheres Alter, Altersvorsorge, die Leute werden älter. Wir haben eine hochprofessionalisierte Medizin. Auch dort gäbe es auch noch Ansätze, die man diskutieren könnte.
Und wie wollen wir diesem Gap entgegenkommen? Und wir haben jetzt letztes Jahr eine Abstimmung gehabt. Ja, über Frauen. Frauen. Aber die langen nicht, das weiss man auch. Und das weiss man auch. Und dort kann man in meinem Smartvote-Kanal schauen, dass ich sage, ich bin eher dafür, dass man auch dort muss einen Ausgleich schaffen muss. Aber man muss auch schauen, wie werden die schlechter bemittelt oder in den tiefen Löhnen. Wie werden die berücksichtigt? Also auch dort geht es wieder um eine Balance. Und das ist total nicht einfach. Aber dort müssen wir jetzt alle zusammenstehen. Gut, aber das ist schon seit Jahren nicht einfach und eine Lösung ist gleich nicht da, oder? Also wer oder schon? Oder zeichnet sich etwas ab? Also es ist absolut richtig, dass wir einen totalen Reformstau haben. Und das ist vor allem auch total ungerecht für die Generationengerechtigkeit. Also wir müssen ja schauen, dass die kommenden Generationen auch eine Altersvorsorge haben. Wir haben einen kleinen Reformschritt gehabt jetzt mit dem Rentenalter, mit der Rentenalteranpassung, die ich unterstützt habe. Und jetzt werden wir im nächsten Jahr werden wir verschiedene Volksabstimmungen haben für das BVG, wo ich der Meinung bin, dass wir jetzt die BVG-Vorlage, also wo jetzt aus dem Parlament kommt, dass man die muss unterstützen. Die gibt eine leichte Verbesserung, insbesondere, das ist mir sehr wichtig halt für Teilzeitschaffende, das sind vor allem Frauen und Tieflöhner. Also das sind Leute, die mit geringeren Einkommen. Das ist wahnsinnig wichtig, dass wir dort eine Verbesserung anbringen. Und das ist jetzt ein erster wichtiger Schritt, den wir beschliessen können, zusammen mit der Bevölkerung im nächsten Frühling voraussichtlich. Es wird im ersten Halbjahr sein von 2024. Also da haben wir einen Schritt. Das lange noch nicht. Aber ich glaube, es ist auch dort jetzt nach der Reformfähigkeit, sage ich jetzt im AHV-Bereich, dass wir das auch im BVG-Bereich anbringen. Ich würde mich voller Herzblut für das einsetzen, weil ich genau überzeugt bin, dass man vor allem eben die Frauen in der Altersvorsorge auch muss besser stellen. Gut, Sie haben das angedeutet, wir werden älter, wir leben länger. Also dann müssen wir, eben, die Frauen arbeiten jetzt gleich lang, aber dann müssen wir schon ziemlich bald darüber reden, ob wir nicht alle länger arbeiten müssen. Kann man mit Ihnen über das Rentenalter 67 oder auch mehr diskutieren? Absolut kann man mit mir über das reden. Weil ich habe das eingangs erwähnt. Zuerst müssen wir mal schauen, wie können wir die Schwächsten entlasten. Wie können wir gerade Frauen, Teilzeitlöhner. Aber wir haben alle höhere Lebenserwartungen, bessere Gesundheitsverordnungen. Ich habe viele 67-Jährige, die gerne weiterarbeiten würden. Und das tun wir nicht fördern. Und ich plane auch einen Vorstoß in diese Richtung, dass wir die, die länger arbeiten wollen, wirklich auch jetzt gesetzlich verankern, dass die länger arbeiten können, weil die auch wieder Geld dazu beitragen. Und darum sage ich, mit mir kann man absolut darüber reden. Ich habe es eher ja dazu, Rentenalter hochsetzen. Aber Step by Step, wie Diana hat gesagt, jetzt machen wir zuerst mal nächsten Frühling die erste Hausaufgabe und dann kommen die nächste, weil wir müssen die Leute auch mitnehmen. Also Rentenalter erhöhen, 67 oder höher in der AHV. Da machen Sie mit oder würden Sie mitmachen oder sagen Sie, ja, das ist nicht der richtige Weg? Also ich kann mich eigentlich dem anschliessen, was Nick gesagt hat. Wir werden immer älter. Ich habe vorhin über Generationengerechtigkeit geredet, oder? Also wir müssen über das reden. Ich glaube aber, es ist absolut entscheidend, dass uns die Reformen gelingen, jetzt schrittweise. Und es wäre jetzt, ich bin der Meinung, wir werden alle länger arbeiten irgendwann. Also alle, sagen wir jetzt, ist übertrieben. Es gibt natürlich Leute, die sehr belastende Berufe haben. Die müssen auch früher rausgehen. Also so eine Flexibilisierung. Flexibilisierung ist entscheidend. Aber dass man grundsätzlich mit der höheren Lebenserwartung auch wird in der Tendenz länger erwerbstätig sein, das müssen wir diskutieren. Wichtig ist jetzt der erste Schritt, die BVG-Revision. Und dann müssen wir schauen, wie kann man die Flexibilisierung anpassen. Ich glaube, ich bin auch überzeugt, die Bevölkerung ist sich dem absolut bewusst. Und Nick hat gesagt, viele haben auch eine Bereitschaft dazu. Und ich denke, die möchten, die sollten auch können. Das ist ganz wichtig. Wir reden auch über Arbeitskräftemangel, Fachkräftemangel. Wir haben negative Arbeitsanreize, dass eigentlich Leute möchten arbeiten, aber am Schluss gleich viel oder weniger eigentlich im Portemonnaie haben. Sei jetzt als Familie mit Kind, wo wir das extrem haben.
Aber auch Leute, die eben quasi über das Rentenalter aus möchten, erwerbstätig sein, die sollen auch können etwas mitnehmen für ihren Wohlstand. Aber und da müssen wir darüber, also das, an dem müssen wir arbeiten in der nächsten Legislatur. Wäre die Bevölkerung bereit für eine Abstimmung über Rentenalter 67? Wir werden die Abstimmung ja voraussichtlich auch haben. Ich glaube, in dieser Absolutheit wird es schwierig werden. Es braucht eine Flexibilisierung, dass man eben diese Biografien, die jetzt nicht quasi von einer ja, es ist nicht ein Bürojob, den man vielleicht hat bis 67. Oder dass man einfach, dass man dort diesen unterschiedlichen Biografien Rechnung trägt, das müssen wir unbedingt. Ich glaube, alles andere wäre nicht eine gerechte Gesellschaft. Wechseln wir noch zu einem heissen Eisen in der Zürcher Politik. Sie haben das schon ein bisschen angetönt, nämlich die ganze Geschichte rund um den Flughafen. Vor einer Woche hat der Zürcher Kantonsrat knapp Ja gesagt zu diesen Pistenverlängerungen. Die zentrale Frage rund um das ganze Thema war, bringen die Pistenverlängerungen eine Kapazitätserhöhung oder nicht? Was ist Ihre Meinung? Ich glaube, wenn wir nicht mehr lang vertrauen können, was die Flughafen AG gesagt hat, es gibt nicht mehr Flugbewegungen. Es gibt mehr Sicherheit durch die Verlängerung. Es gibt mehr Pünktlichkeiten drin. Es gibt bessere Slots. Die Gegner sagen, es ist einfach eine versteckte Salamitaktik, dass man einen Ausbau hat zu mehr Flugbewegungen. Und ich bin an verschiedenen Anlässen, habe genau zugelassen. Sie vertrauen dem Flughafen? Ich vertraue ihnen. Wie sieht das bei Ihnen aus, Diana Moser? Also der Flughafen ist extrem wichtig für den Kanton Zürich. Das hat Nick ganz am Anfang gesagt. Das ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor auch. Ich habe selber lange am Flughafen geschafft. Ich kenne den Flughafen relativ gut. Ich bin der Meinung, wir brauchen den Flughafen, wir brauchen den nachhaltigen Flughafen. Und wir haben eingefordert, dass man eine Verbindlichkeit schafft, was Klimaziele anbelangt und den Verspätungsabbau. Und das ist leider gescheitert, aber ich glaube, die Verbindlichkeit braucht es, damit man das Vertrauen der Bevölkerung gewinnen kann. Und einfach ohne Verbindlichkeiten bin ich nicht bereit, dem Pistenausbau zuzustimmen. Ich glaube, da muss man, das braucht es. Wir leben nicht in einer Zeit, wo man einfach Klimaziele ignorieren kann und entsprechend auf Ausbau machen. Deshalb bin ich sehr kritisch eingestellt dem gegenüber, bei aller Unterstützung für den Flughafen Zürich, den ich selbstverständlich habe. Wie gesagt, es ist ein Wirtschaftsfaktor. Ich habe selber geschafft vor Ort, es sind ganz viele Arbeitsplätze, die damit verbunden sind. Aber es braucht eine Nachhaltigkeit, die da garantiert wird. Darf ich dort noch kurz? Ja, Sie kommen gerade. Sie wohnen in der Stadt Zürich. Wie oft werden Sie von einem Flugzeug gestört? Hören Sie Flugzeuge beim Einschlafen oder beim Morgen beim Verwachen? Ja, höre ich. Aber es stört mich jetzt in dem Sinn nicht. Aber ich wohne in Wittigen, in Zürich, und ich höre Flüger. Ja, das ist eine Realität. Wie ist es bei Ihnen? Wann können Sie nicht einschlafen und wann verwachen Sie wegen der Flüge? Also ich kann einschlafen wegen der Sie können also, einschlafen? Also, das ist nicht, aber ich stehe auf und ich höre es manchmal. Und dann denke ich, jetzt fliegen sie wieder ein bisschen mehr. Gut. Also ich finde, das ist eine obsolete Frage, weil man gewöhnt sich an Autobahnlärm, man gewöhnt sich an Zuglärme. Bei mir bimmeln jetzt alle 4000 Stunden um eine Hausecke. Bei mir fliegen die Flüger über das Dach, wie ich anfangs von der Sendung erwähnt habe. Ich bin im Ostteil, wo ja dagegen ist. Und dort haben Diana und ich das erste Mal, oder da stelle ich eine Frage an dich, Differenz, obwohl wir super gut zusammenarbeiten. Und wir da noch eine kurze Lösung Frage, weil grundsätzlich stehe ich die Frage in Zeit und Antworten. Das stellen Sie ihr. Ja, genau. Nein, ich habe eigentlich von Ihnen immer noch die Antworten nicht bekommen. Werden Sie geweckt oder können Sie irgendwann nicht einschlafen? Sie haben jetzt nur gesagt, man gewöhnt sich alles. Also haben Sie sich geweckt. Also, schaut, es ist nicht fair, wenn ich würde sagen, ich werde geweckt. Das ist gerne die Frage von meiner Schlafqualität. Und wir beide schlafen, wir haben beide so viel Zeit, wir können nur schlafen und nachher wecken wir das Kind. Und das ist ein schönes Wecken und der Flüger kann mich nicht wecken. Weil ich auch am Wochenende nicht? Ich höre ihn vielleicht, aber es ist nicht ein Wecken, die hören sie nur in der Ferne aussen, oder? Gut. Fangen wir gleich. Also, wir sind am Schluss von der Sendung. Ich möchte noch etwas ganz Persönliches von euch beiden hören. Nämlich, wenn ihr jetzt einen Traum hättet, losgelöst vom am 22. Oktober gewählt zu werden. So, die berühmte Bucketlist, das wollte ich immer schon mal machen, einen Traum, den ich mir erfüllen will. Nick Gugger. Ein Traum, den ich mir möchte
erfüllen, ist, dass ich auch einfach mal ein halbes Jahr oder ein Jahr lang nur noch machen, was ich will, weil wir im Moment eine volle Agenda haben. Ich möchte in diesem Fall eine leere Agenda und ein bisschen Tag hineinleben. Diana Moser. Also das ist, wir sind jetzt wirklich in einer sehr intensiven Zeit. Und ich kann schon auch, also ich würde gerne, sage ich jetzt mal, in den nächsten paar Jahren mal eine Auszeit nehmen, wo ich einfach quasi, wir haben eine 7-Tage-Woche. Ich stehe jeden Morgen auf und lese 4 Zeitungen. Egal welcher Tag das ist, um einfach ein bisschen, ja, einfach sich ein bisschen treiben lassen mit der Familie und dem Kind und ein bisschen schaut, was passiert. Das fände ich sehr schön. Und als wir angekommen sind, habe ich dem Nick ein Kompliment gemacht für seinen schönen Anzug. Und ich würde total gerne mal mit dem Nick auf Indien. Das fände ich super. Gut, das ist vielleicht sogar noch auf der Bucketlist realisierbarer, wie die ganz leere Agenda. Wir schauen, wie das rauskommt am 22. Oktober. Vorerst ganz herzlichen Dank, Nick Guckert, Diana Moser, für den Besuch bei uns in der Sendung. Wer vertritt den Kanton Zürich in den nächsten 4 Jahren im Ständerat? Konkret mit einer 3-teiligen Spezialserie, heute mit der GLP-Nationalrätin Diana Moser und dem EVP-Nationalrat Nick Guckert. Selbstverständlich können Sie die beiden anderen Sendungen mit der Regine Sauter und dem Daniel Leupi und dem Daniel Josic und dem Gregor Rutz über unsere Webseite TLZ jederzeit nachschauen. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Jetzt dann gerade TLZ aktuell. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Unterhaltung. Auf Wiedersehen miteinander. Konkret ist Ihnen präsentiert worden von Reiswolf, Ihrem Spezialist für Akten- und Datenvernichtung, ob digital oder analog.